Mein Name ist Alfred Hitchcock und ich möchte Ihnen gerne etwas über meinen neuesten Film erzählen. Er handelt von den Vögeln und ihrer jahrtausendealten Beziehung zum Menschen. Sie werden ihn in Kürze in den Kinos sehen können, nicht nur in diesem. Ich hoffe sehr, Ihnen durch meinen Vortrag unsere guten Freunde die Vögel näher bringen zu können. Ihre Geschichte ist alt und ehrwürdig und von jeher war der Mensch eng mit der Geschichte der Vögel verbunden. Diese Höhlenmalerei ist eine der ersten Darstellungen des Menschen von seinen gefiederten Freunden. Man erkennt doch sofort die liebevolle Art, mit welcher der Künstler sein Modell abgebildet hat. Die Geschichte der Menschen und ihrer Freunde der Vögel ist voll von mannigfachen edlen Beispielen dafür, inwiefern diese Geschöpfe zur Verschönerung der Welt beitragen. Sie sehen es bereits an diesem gefiederten Hut aus der Zeit der drei Musketiere. Wie überaus stolz müssen die Vögel gewesen sein, dass man ihnen die Federn ausrupfte, um den grauen Alltag des Menschen zu beleben. Hier haben wir ein etwas jüngeres Modell, eine Verfeinerung des vorhergehenden. Der Mann oder besser die Frau schätzte hier schon die Vögel so sehr, dass ein Ganzer benötigt wurde zur Decoration. Er ist natürlich mausetot. Selbstverständlich spielt auch das Ei in meinem Vortrag eine nicht unwesentliche Rolle. Ich will jedoch nicht darauf eingehen, was zuerst da war. Ich halte wenig davon, sich über strittige Fragen zu streiten. Vor vielen Tausenden von Jahren begnügte sich der Mensch damit, ein Ei aus dem Nest zu stehlen, um es zu verzehren. Heute hat er diesen Vorgang perfektioniert, indem er einfach jede Henne in einen Einzelkäfig steckt und indem er auf wissenschaftlicher Basis das Licht ausnutzt, sodass das Huhn ja nicht auf die Idee kommt, dass der Tag nur 24 Stunden hätte. Durch diese List kann er die Vögel dazu bringen, eine fantastisch hohe Eierproduktion zu erzielen. Ursprünglich gab es viel mehr Vogelarten auf der Erde als heute. Davon starben einige aus. Der große Falke, die Wandertauben und der berühmte Dodo-Vogel sind alle verschwunden. Das heißt, sie sind nicht eigentlich verschwunden. Sie wurden einfach ausgerottet. Aber Sie wissen ja, so ist die Natur nun mal. Der Mensch beschleunigt diesen Prozess nur, soweit es in seinen schwachen Kräften steht. Der Mensch und die Vögel sind verantwortlich für sehr viele Fortschritte in unserer Zivilisation. So inspirierten zum Beispiel die Vögel den Menschen zur Erfindung des Schießpulvers. Und ihre Geschwindigkeit wiederum führte zur Entwicklung der Schrotflinte. Liebenswerterweise hat der Mensch niemals vergessen, was er den Vögeln verdankt. Wir ehren unsere gefiederten Freunde auf mannigfache Weise. Wir stecken sie in Käfige und stellen sie voller Stolz in sämtlichen zoologischen Gärten aus. Und ohne Truthahn als Ehrengast ist das Weihnachtsfest ja kaum denkbar. Ich hege den Verdacht, dass sich mancher nicht darüber im Klaren ist, dass wir viele von unseren Hobbys ausschließlich den Vögeln verdanken. Die Entenjagd zum Beispiel. Einen Jagdkameraden auszustechen kann gewiss sehr reizvoll sein, aber der Vorrat ist ziemlich begrenzt. Sie haben hoffentlich nichts dagegen, wenn ich zwischendurch etwas esse, aber ich bin heute in Eile. Die Ausarbeitung des Vortrages war übrigens sehr erzieherisch für mich. Ich fühle mich den Vögeln jetzt sehr verbunden und ich kann wohl sagen, ich habe sie sehr lieb gewonnen, unsere Kleinen. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich fühle mich den Vögeln jetzt sehr verbunden und es ist mir klar geworden, was sie empfinden, wenn... Na, ich esse jetzt doch noch nicht. Es gehört sich ja wohl kaum, wenn so viele zusehen. Die Vögel sind uns sicher sehr dankbar für alles, was wir für sie getan haben. Meinen Sie nicht? Ein wunderschöner Käfig, frisches Wasser, keine anderen Vögel, die ihn belästigen und nicht mehr dieses blendende Sonnenlicht. Au! Na nun, warum tut er das? Höchst merkwürdig. Was ist das?